Das Wort hat nun die Kollegin Katja Keul für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. So, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Dagdelem. Noch ein Wort zu Gutenberg und dem Imperialismus. Ich wäre ja ganz bei Ihnen, wenn es darum geht, den Minister zu kritisieren, dass er nicht sorgfältig differenziert. Aber ich muss leider sagen, Sie differenzieren bei Ihrer Position auch überhaupt nicht sorgfältig. Das genau wollte ich damit sagen. Zur Sache. Der Krieg in Herzegowina ist seit nunmehr 15 Jahren beendet. Und obwohl die Waffen seit 1995 schweigen, müssen wir hier im Bundestag erneut über die Verlängerung eines Bundeswehrmandats entscheiden. Das zeigt uns mal wieder, dass Frieden doch mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Der Beitrag der Bundeswehr besteht derzeit noch auf 120 Soldaten und im kommenden Frühjahr werden auch diese voraussichtlich abgezogen. Die militärische Präsenz wird sich dann auf eine Handvoll Verbindungsoffiziere im Hauptquartier beschränken. Das ist ein gutes Zeichen, denn militärische Einsätze zur Konfliktbewältigung müssen auch irgendwann einmal zu Ende gehen. Und unter dieser Prämisse werden auch wir Grünen dem Mandat noch mal zustimmen. Die verbliebenen Risiken in Bosnien-Herzegowina sind inzwischen weniger militärischer als politischer, ökonomischer und polizeilicher Natur. Die in Dayton entworfene Verfassung war letztlich nur eine Hilfskonstruktion, um den Krieg in Europa endlich zu beenden. Das 1995 entworfene Staatsgefüge ist viel zu komplex und fragmentiert, als dass sich darauf eine Zukunft der drei Volksgruppen begründen ließe. Aktuell existieren mit den Kantonen, der Föderation und der Republik Srpska praktisch 13 verschiedene Ebenen statt eines einheitlichen Staates. Die gesamtstaatlichen Organe sind seit Jahren quasi funktionsunfähig. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Dezember letzten Jahres entschieden, dass der ethnische Proporz in Exekutive und Legislative gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Der Europarat hat daher eine Änderung des Wahlrechts verlangt. Das ethnische Proporz- und Vetosystem muss endlich durch eine demokratische Verfassung ersetzt werden. Und solange dies nicht gelingt, ist der Hohe Vertreter mit seinen exekutiven Befugnissen und die Unterstützung durch Althea als Rückversicherung unverzichtbar. Der Bürgermeister des bosnisch-serbischen Foča sagte kürzlich auf einer Veranstaltung hier in Berlin, die internationale Gemeinschaft müsse die bosnische Bevölkerung endlich laufen lernen lassen. Die positive Kraft, so der Bürgermeister, ginge von der kommunalen Ebene aus. Die lokale Selbstverwaltung stärke das Vertrauen der Bevölkerung in eine friedliche Zukunft. Die Dezentralisierung ermögliche es, die territoriale Zuordnung nach ethnischen Kriterien zu überwinden. Das macht Hoffnung. Auf der anderen Seite bremsen Korruption und kriminelle Strukturen den demokratischen Fortschritt. Die meisten Machthaber der Föderation und der Republik Srpska wollen mit allen Mitteln ihre Macht erhalten. Aber eine Teilung Bosnien-Herzegowinas ist mit Europa nicht zu machen. Und das muss auch der deutsche Außenminister unmissverständlich klarmachen. Die EU steht gegenüber den 4,3 Millionen Bürgerinnen und Bürgern Bosniens in der Pflicht. Am 2. Juni wurde auf dem EU-Westbalkan-Gipfel in Sarajevo die Beitrittsperspektive noch einmal bekräftigt. Und ein wichtiges und längst überfälliges Zeichen in diese Richtung ist die kürzlich beschlossene Visaerleichterung. Aber nur ein Staat, der seinen Bürgerinnen und Bürgern die gleichen Rechte und Pflichten unabhängig von ethnischen Kriterien gewährt, kann die Beitrittsvoraussetzungen erfüllen. Nach den Parlamentswahlen am 3. Oktober richten sich unsere Hoffnungen auf neue Initiativen aus der bosnischen Politik und auf Menschen wie den Bürgermeister von Foča, damit Bosnien als Staat endlich laufen lernen kann und wir bald nicht mehr über die Verlängerung dieses Mandats entscheiden müssen. Ich danke Ihnen.